Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Garden Pause. Ich kann es immer noch nicht aussprechen. In der ersten Folge haben wir den Shop ausprobiert. Wir haben ein bisschen gecraftet. Ich habe mir eine Stone Pickaxe gecraftet. Leider muss ich dann feststellen, dass ich die Steine auf dem Weg trotzdem nicht wegbekomme. Und ja, ich habe zwischenzeitlich mal kurz gepennt und jetzt ist der nächste Tag. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal kurz gießen. Damit auch unsere Blümchen bald wachsen mögen. Weil wir haben ja hier unseren Shop. Oh, der ist ganz schön ausgeräubert. Ne, 8 Daisies haben wir noch. Daisy Seeds. Was kann man denn noch verkaufen? Inventory. Habe ich alles abgepackt, oder? Habe ich denn alles in die Kiste gepackt? Komm, wir packen jetzt. Das müsste die Daisy sein. Das sind die Daisy Samen, das sind Steine, Holz, packen wir es auch mal dahin. Und dann gucken wir mal, da ist ein neuer Bewohner, eine Abby, die sieht ja genauso aus wie wir. Dann reden wir doch mal mit Abby. Hey, ich war gestern bei deinem Shop und das sieht richtig gut aus. I'd like to... 10 Daisies möchte sie gern haben. Kann man machen. Gar kein Problem. Check your mail. Happy New Year. Mit einem Toast. Yay. Oh, cool. Wir haben ein Geschenk bekommen. Take all items. Fackeln und Feuerwerk. Oh, nochmal was. Settled in okay. Grandparents. Ah, okay. Hey, Kiddo. Findest eine Menge Blumen und Samen. Once you get some seeds, use the hoe to dig a hole. Then plant the seed. Make sure your water is every day so it can grow. Then sell the flowers in your shop for a profit. Danke, Großeltern. Habe ich selber rausgefunden, wusste ich schon. Wir müssen Daisy sammeln gehen. Eine Daisy. Dann sammeln wir noch eine Daisy und noch eine Daisy. Dann sammeln wir doch noch die Holz, wenn wir dabei sind. So, wo sind denn noch mehr Daisies? Ein Stein. Eine Daisy. Ja komm, okay, jetzt sind wir schon dabei. Ja, jetzt waren wir schon dabei, dann machen wir das gleich mal. Holz, Holz, Holz. So, ich bin echt gespannt. Da muss man doch dann bestimmt nur irgendwie... Könnte ich jetzt hier rein, theoretisch? Nein, kann ich nicht. Dann muss es ja irgendwo noch eine Mine geben, oder? Oder ist eine Daisy? Und Holz. Eine Daisy. 5 Daisies haben wir. Jetzt müssen wir nur 5 sammeln. Für diese Quest. Holz. Ich brauche mehr Daisies. Oh, ein Stein. Nehmen wir auch gleich mit. Dann haben wir hier noch eine Daisy. Mein Gott, ich laufe dumm in der Gegend umeinander und sammle Blümchen. So, dann haben wir hier noch eine Daisy. 8. 8. Hier muss doch noch irgendwo Daisy sein. Komm, das kann dann sein, dass das alle waren. So. Dann haben wir hier... Können wir den Stein denn... Ah, den können wir abbauen. Bauen wir den noch einmal ab. 5. Oh, eine Geode. Die müssen wir dann bestimmt aufknacken lassen von irgendeinem Schmied. Kennen wir ja aus Stardew Valley. Unten ist eine Daisy. Ich hoffe aber, dass hier unten irgendwo ein ist. Da ist noch ein Stein. Dann nehmen wir den auch gleich mit. 5 Stück. Perfekt. Was ist das? Ist das ein Kitten? Eine Katze? Ja, eine Mietekatze. Hey, ich bin auch eine Mietekatze, miau. Ah, das ist immer, wenn eine Kiste in der Nähe ist, kommt dieses Geräusch. Purple Daisy. Schade, dass man die... Kann man die Kisten eigentlich abbauen? Nein, kann man nicht, die verschwinden dann. Das wäre jetzt cool gewesen. Was, den Baum kann man auch fällen? Nee, der ist zu schön zum Fällen. Das ist keine Daisy. Alles klar. Was ist das? Ah, Holz. Nehmen wir auch gleich mit.
drüben ist noch eine Daisy, die brauchen wir natürlich auch, dann nehmen wir die auch mit. So, Harvest. Jetzt haben wir 9 Daisies und 10. Haben wir halt wieder nichts zum Verkaufen. Nehmen wir noch ein bisschen Holz mit. Holz werden wir wahrscheinlich immer brauchen. Mein Gott, ich will gar nicht wissen, was für Mengen Holz man später dann braucht im Laufe der Zeit. So. Ah, da ist noch eine Daisy. Dann nehmen wir die da auch noch mit. Oh, unsere Energie ist knapp. Shop can be opened in a half hour. Was ist, wenn wir es aber nicht öffnen wollen? Müssen wir den Shop jeden Tag aufmachen oder können wir das einfach sein lassen? Planfiber. Hui, dann bringen wir doch der mal ihre Daisies. Abby, talk to Abby. Danke, ich liebe sie. Wir können unseren Shop aufmachen. Aber wir müssten eigentlich noch ein paar Daisies anpflanzen. So, das ist ein bisschen komisch, dass man die x-beliebig setzen kann. Das ist sehr verwirrend. So. Was? Keine Energie mehr? So ein Kack. So, jetzt habe ich eine Fackel, Junge. Was mache ich jetzt mit der? Was? Hoppala. Und weg ist sie. Feuerwerk! Was? Jetzt habe ich nicht einmal mehr genug Energie, um da die Daisies zu holen. Okay. Dann haben wir jetzt hier Daisies. 10 Daisy Samen. Holz mag anscheinend keiner. Dann können wir mal nur die verkaufen. Ladenfiber. Oh, wir müssen den Shop öffnen. Open Shop. So, dann gehen wir mal wieder hier hin und schauen wir mal, ob wir ein paar Verkäufe tätigen können. Oh, da kommt schon der Erste. Der erste Kunde ist da. Ach, wie toll. Das freut mich. Wir müssen den Shop wahrscheinlich irgendwann mal noch ein bisschen ausbauen. Ui, da kommt ein blauer Teddybär. Cool, wie sie alle angerannt kommen. Schauen wir mal, ob wir überhaupt was haben für den. Oh, Sell Item. Eine Daisy. Der hat eine Daisy Ding. Ah, der braucht auch Daisy Samen. Ich weiß nicht, ob sie Fiber Plant überhaupt brauchen können. Keine Ahnung. Heute kaufen sie irgendwie alle Daisy Samen. Das ist schon lustig. Ich möchte lieber eine Daisy. Okay. Ich habe Angst, dass ich irgendwas verkaufe, was ich am Schluss dann doch nur brauche. Wir kaufen jetzt hier fleißig, aber wir müssen eigentlich auch irgendwann wieder einkaufen. Ah, eine bunte Miezekatze. Eine Teddybär-Miezekatze. Ein bunter Vogel. Ach, wie süß. Oh. Oh. Sehr gerne. Immer wieder gerne. Guten Tag. Kommen Sie rein oder können Sie raus schon? Ein Drache. Alter, jetzt gehen wir dann gleich die Items aus. Jetzt gehen wir dann gleich die Items aus. Planfiber haben wir nur eins. Jetzt gehen uns dann echt die Items aus. Eieiei, was haben wir denn noch im Inventar? Top Daisy. Tja, ich würde sagen, das Geschäft läuft. Kannst nichts brauchen. Gibt nichts. Doch. Okay.
Leute, wenn ihr da so ewig umeinander sucht, dann gehen mir jetzt langsam die Items aus. Ja, Moment. Ja, für ein paar gibt es halt nichts. Ein schwarzer Drache, ach wie süß. Bis ja alle wieder weglaufen. So, jetzt haben wir dann gleich keine Daisy Seeds mehr. Eigentlich wollte ich ja noch mehr anpflanzen, aber jetzt habe ich irgendwie doch alle verkauft. Faszinierend. Hm. Ja, es gibt nicht für alle was. Ich habe leider noch nicht so viel. Wie lange ist denn der Shop auf? Bis 17 Uhr, gell? Oder nee, bis 18 Uhr sogar. Anscheinend nichts Passendes dabei. Das Feuerzeug könnt ihr, Feuerwerk könnt ihr eigentlich verkaufen. Nichts Passendes. Schade. Oh, Feuerwerk. Natürlich, why not? Ein Eichhörnchen mit Dollar-Symbolen. Oh Gott, da kommt so Psycho. Psycho-Waschbär. Aber natürlich. Jetzt schaut's mal her. Ich kann euch noch was bieten. Und zwar Insekten. Und schon sind die Insekten weg. Alles klar. Wow, der Erste, der Holz kauft. Nicht schlecht. Die Items sind jetzt zwar nicht so, dass man so viel kriegt, aber es hält sich in Grenzen, also es geht. Alles klar. Kasse ist geschlossen. Boah, jetzt habe ich eigentlich dann nichts mehr. Krass. So, wir packen jetzt mal hier den Stein rein, dann packen wir hier mal das Holz rein. Jetzt haben wir schon so viel Holz. Dann haben wir die Geode. Schade, gell? Schade Schokolade. Ich müsste jetzt... Achso, ich habe keine Energie mehr. Hm, blöd. Das ist gegossen, das nicht. Habe ich jetzt überhaupt noch Daisy-Samen? Ja, hätte ich, aber ich kann sie nicht anpflanzen, weil ich keine Energie mehr habe. Na super. Kann ich da auch... Kann ich das auch irgendwie teilen? Warte mal, Drag to Split. Shift und Maustaste. Shift und Maustaste. Inventory. Shift und linke Maustaste. Drag to Move. To Grid, Quick Swap. Ah. Ich kaufe morgen wieder 7 Feuerwerk und so. Packen wir die auch mal da rein, die Torch. Wenn ich jetzt hier sage Tape und Nap. Ah, dann habe ich wieder ein bisschen Energie. Nicht viel, aber ein bisschen. Da ist noch eine Daisy. Daisy, Daisy, Daisy. Jetzt könnten wir doch hier mal... Jetzt haben wir eine ganze Daisy. Oh, ernsthaft? Eine ganze... Oh, das ist ja Witz.
Picking plant fiber from bushes doesn't take energy. Ich habe auch keine Ahnung, wann man jetzt hier schlafen gehen muss. Nein, das war das Falsche. Okay. Den Stein kann man ja nicht nehmen. Das ist halt voll blöd, gell, dass wir gewisse Dinge, dass für die gewisse Dinge... Das ist eine Kiste. Oh, eine braune Latzhose. Das ist ja cool. Können wir die gleich anziehen? Nee. Ah, die können wir hier anziehen. Cool, jetzt sind wir die Mietekatze mit der braunen Latzhose. Ein Stein. Nein, den kann man leider nicht mitnehmen. Den Stein leider auch nicht. Das ist nochmal eine Kiste. Daisies! Was da drüben wohl ist? Sieht so gruselig aus. So richtig gruselig. Ach, ein schöner Mond. Das ist echt süß gemacht, das Spiel. Also muss man wirklich lassen. Wir finden bestimmt nochmal irgendwie eine Kiste oder so. Was ist da? Ach, eine Parkbank. Was kann man da machen? Ah! Sand mitnehmen. Dann tun wir das doch mal. Kostet wahrscheinlich auch Energie. Was ist hier? Schade, hier kann man nicht drauf sitzen. Sand aufnehmen kostet anscheinend auch keine Energie, aber Basis-Blüten kostet Energie, ja. Oh, da steht jemand. Mr. Mooney. Talk to Mr. Mooney. Hey, Partner. I'm Mr. Mooney. I run the best farm here in Florence. Okay. See you around. Meet Mr. Mooney. Ach, süß. Da sind ja Chicken drin. Kann man natürlich nicht reingehen. Schade, ich kann die Eier nicht aufsammeln. Das ist mies. Oh. Pick up poop, head chick. Oh, süß. Ein Hühnchen. Die sind ja putzig, aber wieso machen die so eine Kacke? Oh, die sind voll putzig. Ich nehme die jetzt mal mit, weil die kann man bestimmt als Dünger benutzen. Head chicken. Ob das ist jetzt Diebstahl, ist, wenn ich dem jetzt da die Eier klaue? Oh, fuck. Hm. Nein, wir hätten nach Hause gemüsst. Doesn't take energy. Tja. Oh. Unlock Cat Universe. Haben wir jetzt irgendwelche Items verloren? Ich habe keine Ahnung. Hätten wir hier nur Daisies und eine Feder. Ein Chicken Egg haben wir. Ich lasse das mal so. Dann nehmen wir die noch raus. Dann hier noch. Dann packen wir hier mal das Holz noch rein. Oh Mann, langsam wird es zu viel Holz. Poop. Halt. So. Hier. Achso, die wollte ich hier noch reinlegen, gell? Feder. Sand. Wobei, wir könnten ja mal Sand raus tun. Dann haben wir hier noch eine Daisy. Und hier haben wir noch Daisy-Samen. Kann man den Shop eigentlich auch vergrößern? Das wäre natürlich schon cool. Open to... Dann haben wir hier noch Fireworks. Jetzt habe ich es hauptsächlich gesplittet, gell? Und was haben wir denn wieder in unserem Enlarge your shop? I took a walk by your shop the other day and you're selling really well. If you ever want an upgrade its size to sell more and have more customers, come to talk to me. My shop is... okay. Frank. Wo war denn die Stadt? Die Stadt ist... bei Sammy vorbei und dann... Ah, okay.
Könnten wir eigentlich machen, oder? Dass wir mal zu Frank gehen, aber erstmal sollte man die Pflanzen bewässern. So. Oh. Harvest, Harvest, Harvest. Dann pflanzen wir doch mal gleich wieder an. Weil wir brauchen ja immer wieder... Wieso kann ich jetzt hier nicht... Ah, das ist der einzige Samen. Was? So, ganz viele Daisies, aber keine Daisy-Samen mehr. Super. Toll. Hier. Das sind auch nochmal drei. Ich glaube, man kann das maximal 10 Daisies stacken, oder? Okay, jetzt gehen mir langsam die Daisy-Samen aus. Das ist natürlich blöd. Das ist natürlich selten. Oh, da drüben sind noch Daisies. Daisy und Daisy. Da auch noch eine Daisy. Wir brauchen ja unbedingt die Daisy-Samen, aber wir könnten dann auch mal in die Stadt jetzt gehen. Da ist eine Kiste. Oh, Purple Daisy. Purple Daisy. Lalala, wir brauchen ja die Plantfiber. Die brauchen wir bestimmt nachher noch zum Craften, da müssen wir auch mal gucken. Kann man die Seerosen auch pflücken? Nein, kann man nicht. Hätte ja sein können. Man kann ja sonst ziemlich alles eigentlich pflücken. Hm. Eigentlich wollten wir doch in die Stadt, gell? Ich brauch Daisy Seeds. Oh, Holz. Haha, da komme ich bestimmt nicht hin. Ah, hab's geschafft. Oh, Sand. Sand könnten wir auch mal gucken, ob man den verkaufen kann. Das könnten wir jetzt fällen. Drüben ist ein Wald. Alles klar. Ich würde sagen, wir gehen jetzt dann mal in die Stadt. Halt. Den Sand nehme ich natürlich mit. Muss ich ja, brauche ich ja. So, dann gehen wir hier mal drüber. Dann hat Plant Fiber. Halt. Und dann gehen wir mal in die Stadt und gucken mal, was er uns vorschlägt. Für ein Flint. Okay, ein Feuerstein. Brauchen wir bestimmt nur für irgendwas. Schön, dass die Daisies jeden Tag nachwachsen, weil sonst wäre das echt eine Katastrophe. So, wir haben jetzt wieder Daisy Seeds. Dann würde ich mal sagen, wir pflanzen die gleich mal an. Und jetzt bewässern wir das Ganze. Da haben wir keine Daisy Seeds mehr. Können wir denn eine Ding craften? Eine Holzkiste? Small Chest. Eine Small Chest. Small Chest, then hold 8 Items. Wir brauchen Wooden Board, Wooden Block und Wooden Pole. So, dann brauchen wir Wooden Block. Dann brauchen wir... Oh, jetzt haben wir kein Holz mehr. Das packen wir wieder hier rein. Dann craften wir doch mal weiter. Also, für eine Small Chest brauchen wir die Wooden Board. Dann craften wir das auch mal. 4 Stück und dann brauchen wir Wooden Pole. Da brauchen wir 2. Okay, jetzt können wir die Small Chest machen. Tada! Und die würde ich sagen, die stellen wir nicht weit weg auf vom Shop. Kann man die auch drehen? Kann man die nicht drehen? Ah! Rotate? Ah, so. Nur im Mausrad. Okay. So, dann haben wir hier. Hauen wir doch hier mal die Item rein, die wir als nächstes verkaufen wollen. Halt. Small Insects, Flint, Wood, Wood,
ein Flint, dann haben wir hier noch Insekten, Fiberplant und Sanddollar. Oh, da haben wir noch ganz viele Daisies. Dann würde ich sagen, legen wir die Daisies auch mal hier mit rein. Weil die verkaufen sich so ganz gut eigentlich. Oh, da haben wir noch zwei Steine auf der Tasche. So. Tja. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, das war es eigentlich schon wieder für die Folge. Wir sind schon wieder bei 25 Minuten. Ich möchte auch nicht zu lang machen. Nicht, dass die Leute zu sehr genervt sind. Ja, so ist es, gell, Leute. Tja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe auf jeden Fall, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ich sage tschö mit Ö, bis dann.